Das ist Max. Max fährt total auf Superhelden ab. An manchen Morgen ist er noch nicht so wach. Hallo, Alter. Hey Max. Wie geht's, mein Großer? Ja, Dude. Eigentlich ist Max ein ganz normaler junger Mann. Er ist ein Mensch, der gerne gibt und viel zu geben hat. Aber wenn man mit ihm spricht, versteht man nicht alle Worte, die er sagt. Max, 18 Jahre, der deutsche Brauer. Er ist sehr erfolgreich. Das ist hier. Das ist hier. Ob er weiß, dass er anders ist? Die Bär. Die Alkohol. Die Kicke. Hey, hallo Leute. So, Max, bitteschön. 1 Dollar, bitte. 10 Euro. Kostet 3,50. Ja. Dankeschön. Okay. Und wie war dein Tag heute? Gut. Gut? Auch. Sehr schön. Die Tüte, Max, oder geht's so? Ja, besser. So? Ja. Ah, du bist umweltfreundlich, das ist gut, das gefällt mir. Ja. Mit seinen 19 Jahren hat er so viel in seinem Leben gelernt. Aber wird wahrscheinlich doch nie ganz selbstständig sein. Eigentlich ist Max ein ganz normaler junger Mann. Er ist ein Erwachsener, der die Gabe hat, Kind zu sein. Ist das nicht widersprüchlich? Die Menschen versuchen anders zu sein. Gleichzeitig dürfen Kinder nicht leben, weil sie zu sehr anders sind. Ob er weiß, dass er anders ist? In der Nähe von Max fühlt man sich wohl. Seine Lebensfreude, die steckt an. Max ist ein Kind, das man sich nur so wünschen kann. Aber ob er weiß, was ihn anders macht? Es ist diese Gabe, die er hat. Die Gabe, das im Menschen verborgene Wunschkind, das besonders er, Max, in jedem sehen kann. Das ist es, was den eigentlich ganz normalen Max ganz besonders macht. Okay.